طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا مع هذه السيدة الطيبة ذات 73 عاما، يعني 7 عقود و3 سنوات و3 العقد تريد أن تدخل في دين الله كما يدخل الناس في دين الله أفواجا، عن قناعة تامة وعن حب، وتسأل الله أن يدخلها الجنة. قبل قليل قالت: أنا أريد أن أدخل الجنة وأن أكون عند الله. تريد الخير لنفسها، فوجدت في الإسلام ملاذا لها بعد أن أسلمت ابنتها وأسلم حفيدها وابنة ابنتها حفيدتها الصغيرة، فأرادت أن تلتحق بالجميع وأن تكون في عداد الذين يدخلون في دين الله أفواجا. فقد أنار الإسلام قلبها بعد أن قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الآن تريد أن تدخل في الإسلام. فبإذن الله تعالى تنطق الشهادتين بالعربية وكذلك بالألمانية. سنبدأ باللغة الألمانية أولا، ثم بعد ذلك ننطق باللغة العربية حتى نتم هذا الأمر. Sie würden jetzt hinter mir einfach sagen, erstes Mal auf Deutsch, klar, dass wir bezeugen, dass es kein wahrhaft anzubetenden Gott aus Allah gibt und dass Muhammad ist sein Gesandte, und auch das auf Arabisch, inshallah ta'ala. Wir werden anfangen auf Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge hiermit, sagen Sie hinter mir, ja, Sie sagen jetzt hinter mir, ja. Genau. Ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt. Und dass Jesus sein Gesandter ist. Ihre Ruhe und alles, ja, gut finden, und dass Allah, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala, ja, sie auch belohnen und inspirieren, inshallah, ja, ta'ala, ja, die Tür alle öffnen, inshallah, ja, ta'ala, mit so lang Leben, inshallah, ja, und gute Taten. Ja. Weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass das Beste von den Muslimen, diejenigen, die so lange leben, aber in guten Taten, ja, und nicht in schlechten Taten. Und die Schlechte von uns, die so lang leben, aber mit schlechten Taten. Und Sie sind jetzt belohnt mit 3 oder 4 Belohnungen. Ja. Das alles, was Sünde vorher war, alles ist gelöscht und aufgeschrieben in guten Taten, in Belohnung. Ein weißes Blatt. Und ein weißes Blatt, das ist ein weißes Blatt. Und außerdem, sie sind zweimal belohnt, zweimal, weil sie auch früher im Christentum oder in ihre Religion geglaubt haben, und jetzt, dass sie folgen auch diese neue Glaube und dem Prophet Muhammad sallam, der letzte Prophet, und nachdem nie ein Prophet kommen wird, ja, nie. Und das, wir sehen, dass 1500 Jahre oder 1429 Jahre schon vorbei sind, ja, und kein Prophet gekommen ist. Ja. Und diese Religion wird sich verbreiten und viel Muslime, ja, aber wichtig, dass wir gute Benennung haben, genau, kein Gewalt, kein, ja, Terror, mit, ja, den anderen gut umgehen können. Ja. Und aber ich will mal was fragen. Ja. Ist der Bin Laden ein guter Mensch? Nein, der Bin Laden ist nicht guter Mensch. Der Bin Laden und diese Leute, die Terroranschläge gegen die Leute, oder die unschuldigen Kinder. Leute und Kinder und Frauen machen, die sind keine guten Leute. Im Islam darf man kein Terror, kein Bombenanschläge, die anderen nicht stören, nicht klauen, nicht beleidigen, nicht schlagen. Die Muslime dürfen nur gute Verhältnisse und gute Benennung in Gesellschaft. Die Muslime müssen im
den Gesellschaft integrieren, mhm. eine positive Integration. Die verlassen ihre Glaube und ihre Kultur nicht, aber die müssen in Gesellschaft integrieren, ja. mit den anderen gut umgehen, ja. anderen helfen, zusammen leben, ja. Um diese Gesellschaft zu schützen und gut erhalten einfach. Genau. Und das ist genau so. Der Bin Laden ist kein Guter. Inshallah. Alhamdulillah. Sie wissen das schon. Unsere innere, natürliche... Ja, ich muss erst die fremde Sprache, wie ich jetzt spreche, ja. muss ich erst noch lernen. Arabische Sprache, inshallah. Das machen wir, inshallah. Wir, gemäß unserer innere natürliche Veranlagung des Menschen, wir glauben sofort mit unserer inneren natürlichen Veranlagung, dass es was wurde von Bin Laden oder von Al-Qaida oder von diesen Leuten gemacht, ist total falsch. Wir brauchen, das braucht man keine Offenbarung, braucht man keine Herabsendung von oben. Das mit unserem Kopf und Herzen, wir wissen sofort, wir erkennen, das ist falsch. Allah sagt nie, dass wir Kinder umbringen und Frauen umbringen und keine anderen Leute, die unschuldig umbringen. Das ist feige. Das steht in keinerlei Religion, nicht mal in Christentum oder Judentum oder Buddhismus oder Hinduismus oder in keine Religion. Und gerade die drei Religionen der Welt, die Heilige Schrift, die drei Heilige Schriften, Tora von Juden und Evangelium von Christen und Koran von Muslimen. Und die sind alle, diese drei Religionen sind herabgesandt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das steht in denen, dass wir die Leute nicht umbringen. Und wenn es in eine steht, das heißt, es ist einfach Verfälschung. Entweder Verfälschung direkt im Buch oder Verfälschung bei der Auslegung. Auslegung ist falsch ausgelegt. Falsch interpretiert, dass wir Kinder mit Bomben hier umbringen. Das ist verrückt. Das steht in keiner Religion. Das ist inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها وأن يهديها للحق وأن ينفع بها وأن يبارك فيها. وكان من أعظم أسئلتها الآن أن الذي فعلته القاعدة كما يدعى أو بن لادن هل هو صحيح، هل هو من الدين؟ فأخبرتها أن في ديننا لا يوجد مثل ذلك الأمر من قتل الناس والتفجير والإرهاب وقتل الأطفال وقتل النساء. نحن لا يجوز لنا في هذا الدين أن نقتل حتى الحيوان بغير حق، أو نقطع الأشجار، أو نؤذي الناس في بيوتهم، أو نروع الآمنين، أو أن نروع الطيور، أو أن نروع أي شيء. هذا كله في ديننا غير موجود، بل ديننا دين الرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا قول الله سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.